Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gibt absolut geile Informationen. Erstmal zu dem kommenden Event, was nächste Woche am 23.06. startet. Ein Treasure Hunter Event rund um Krypto, ein Town Takeover Event. Dort wird ein neues Item getestet. Es gibt einen neuen Limited Time Mode mit besonderen Modifikationen. Ein Armed and Dangerous hatten wir schon mal in zwei verschiedenen Events, only mit Shotgun und Snipern. Es gibt das Mirage-Erbstück, Überraschung, mega geil. Es gibt ein Lifeline-Buff, Makeover muss man sehen, wenn es dann nächste Woche kommt. Absolut interessant, ihr werdet es im Trailer gleich raussehen. Was aber noch viel fetter ist, im Laufe des Jahres, wann genau steht nicht fest vom Datum her, aber um welche Jahreszeit kann ich euch gleich später im Verlauf des Videos noch zeigen. Es wird für die Switch was passieren. Für Steam wird Apex kommen und Crossplay wurde offiziell angekündigt. Mega fett. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer. Vorher einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und nach dem Trailer sehen wir uns wieder. Adventurers, Raiders, Explorers. They risk everything in search of fame, fortune and answers. Few find what they're looking for. But if they survive, they might walk away with lost treasures. When all goes dark, you'll just be gone. I'll high-five you all when I see you. Mobile respawn beacon here. My synapses are firing again. This was a failure for one of us. Hey, thanks. I owe you one. Guns? Who needs guns? I don't need guns. I know what I'm looking for. I won't walk away without it. 너를 찾을 거야. T, it's me. Be careful. He's watching you. Ich führe euch jetzt quer über ein kleines Ankündigungsvideo, was der Kollege hier macht. Jetzt geht es um das Event und um einige Ankündigungen. Das Event, Spezial Limited Time Mode, Armed and Dangerous, ist schon bekannt. Hatten wir in zwei Events schon mal. Only Shotgun und Sniper mit zwei Besonderheiten. Wir starten nur mit Evo-Schildern, beziehungsweise können wir nur Evo-Schilder finden und es wird ein neues Item getestet. Hier ist es, das mobile Respawn Beacon. Wir können das finden und können, egal wo auf der Map, unsere Teammates wieder respawnen. Vor über einem Jahr habe ich über dieses Item schon mal gesprochen, weil es in den Quellcodes des Spiels schon mal aufgetaucht ist. Jetzt sehen wir den Spot rund um Krypto, völlig klar, hier eine riesen, ich sag mal, Hacker-Map. Ob der da irgendwas scannen kann, ausfindig machen kann. Ich gehe davon aus, jetzt, weil man sieht dann so drei Punkte aufleuchten mitten in dem Trailer. Ein paar richtig geile Skins, wie wir sehen. Der Wraith-Skin, da dachte ich ursprünglich in dem Trailer, dass es eine Statue ist. Und hier haben wir das Erbstück von Mirage. Auch völlig klar. Wir konnten es uns alle denken. Die Leaks gibt es ja auch schon eine Weile. Dass es keine Schlagwaffe ist, wundert mich ehrlich gesagt. Jetzt kommt die fetteste Ankündigung mitunter überhaupt. Erstmal wird Apex für die Steam-Plattform auf dem PC bestätigt. Und jetzt kommt's. Crossplay für die gesamten Plattformen. Und die Ankündigung. Achtung. Moment. Wir wollen es ja noch spannend machen. Für die Nintendo Switch. Und jetzt kommt dieses Layout für alle fünf Plattformen. Crossplay für Apex Legends im Herbst. Es wird kein genaues Datum genannt, das muss ich noch dazu betonen.
Im Herbst kommt's auf der Switch, auf Steam, Cosplay und so weiter. Unbekannt ist natürlich noch, können wir Cosplay ausschalten? Und falls nicht, oder beziehungsweise falls ja, können wir vielleicht die Option uns auswählen, möchte ich vielleicht nur mit Xbox-Spielern connecten, mit Switch-Spielern oder eben nur PC-Spielern, wie auch immer. Ich bin mega gespannt, dieses Update kommt meiner Meinung nach, ich würde mal denken, dann in der sechsten Season, hier haben wir übrigens einen An- und Ausschalter für dieses Erbstück von Mirage gesehen, da steht Party On und Party Off, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mega interessant. Ich mache das jetzt mal hier aus und zeige euch kurz, Moment, das Bild von Lifeline. Das hatte ich ja erzählt, ihr habt es aus dem Trailer bestimmt schon rausgesehen. Es wird wohl ein Buff sein. Ich denke nicht, dass es ein komplettes Makeover wie bei Mirage sein wird. Das werden wir nächste Woche in dem Event schon haben. Wenn sie jetzt ein Teammate wieder hochheben will, der gedownt ist, kann sie jetzt dieses Schutzschild verlassen und hockt nicht mehr bei dem Teammate, den sie aufhebt, sondern kann aus dem Schild raus und kann Gegner, die pushen, auf die Ferne oder auf die Distanz halten. Ein absolut geiles Ding, eine absolut geile Änderung. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was ihr in den Kommentaren für mich übrig habt, was ihr zu schreiben habt. Ich freue mich mega auf dieses Event. Es wird wahrscheinlich richtig, richtig stark. Und sind wir mal ehrlich, Season 5 war bis jetzt doch eher lahm, muss man einfach mal so sagen. Das Event wird vielleicht wieder ein bisschen Schwung reinbringen, weil zurzeit fand ich Apex ein bisschen doll anstrengend, auch was das Matchmaking betrifft. Das ist aber ein anderes Thema. Lasst mich jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr vor allen Dingen von Crossplay haltet, von einem Switch, einer Switch-Adaption, wenn das das richtige Wort ist. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Dem Video einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.